Die Weihnachts- und Winterzeit ist eine Zeit der Stille, der Besinnung, der Geschenke und von Ungeheuern und Monstern. Viele Sagen drehen sich um die Schrecken der Winterzeit und so manche davon sind direkt Teil verschiedenster Traditionen zu Weihnachten. Und einige besonders interessante finden sich in den Sagen rund um Weihnachten auf Island. Dort treiben sich zu dieser Zeit so manche Trolle und sonderbare Gestalten herum und suchen die Leute heim. Und in diesem Video werden wir eben jene Gestalten erkunden. Von Gryla, der Trollfrau, über die Julkatze bis hin zu den 13 Jolnersveinar gibt es eine ganze Familie von sonderbaren und schrecklichen Wesen, die Island um die Weihnachtszeit herum heimsuchen. Manche von ihnen sind eher witzige Gestalten und andere schreckliche Ungeheuer, die mit solchen wie Krampus leicht mithalten können. Auf Island haben Geschichten von übernatürlichen Wesen, die zur Weihnachtszeit zu den Leuten kommen und sie regelrecht heimsuchen, schon eine lange Tradition. Die älteste Erwähnung davon findet sich in der Eyrbyggja-Saga, in der erzählt wird, wie ein Bauernhof zur Weihnachtszeit von vielen Geistern heimgesucht wird. Sie waren die Geister von Verstorbenen, die zu Land oder zur See umgekommen waren. Ähnlich dazu spielt sich auch der Angriff des berühmten Draugers Glam, gegen den Grettir der Starke kämpft, auch zur Weihnachtszeit ab. Später aber sollten es weniger die Toten sein, die zur Weihnachten kommen, sondern eher typische übernatürliche Wesen wie Trolle oder Elfen. Zur Zeit von Weihnachten und Neujahr gibt es so viele Sagen vom Tanz der Elfen, die zu dieser Zeit aus ihren Reichen kommen und in der Welt der Menschen Feiern und Feste abhalten. Aber auch in diesen späteren Sagen, die auch heute noch einen festen Teil der Weihnachtstraditionen von Island bilden, gibt es noch so manche schreckliche und schaurige Wesen. Ein Glaube, der sich wohl sehr direkt aus dem Glauben zu gefährlichen und bösen Geistern, Trollen und Toten während der Weihnachtszeit aus der frühen christlichen Zeit auf Island entwickelte. Unter allen gefährlichen Julwesen ist Gryla sowohl die bekannteste wie auch die älteste. Sie wird namentlich zum ersten Mal in der Sverressaga im 13. Jahrhundert erwähnt. Und auch noch in weiteren Sagas von ähnlichem Alter kommt sie vor. Allerdings scheint sie hier noch nichts mit Weihnachten zu tun zu haben, und auch wenn klar ist, dass sie eine schreckliche Trollfrau war, geben die Sagas kaum etwas dazu an, was ihre Eigenschaften sind. Klar ist nur eines: Ihr Name, Gryla, war etwas Bedrohliches, der Name eines schrecklichen Monsters. Als solches war sie auch außerhalb von Island bekannt. In ihrer modernen, heutigen Form als Weihnachtstroll erscheint Gryla dann zum ersten Mal im Jahr 1670 in einem Gedicht des Pfarrers Gudmundur Erlendsson. Ihr Name kann dabei mit heulend oder knurrend oder auch mit die Terrorisierende übersetzt werden. Und heute ist sie sozusagen das große, schlimme Oberhaupt der Familie der Julmonster und Julgestalten. Sie ist so mit dem Troll Leppaludi verheiratet, wobei er bereits ihr dritter Ehemann sein soll. Und auch diese Ehemänner sind schreckliche und hässliche Trolle, die die Leute zur Weihnachtszeit mit ihr heimsuchen. Die gewaltige Julkatze gehört auch zu ihrem Haushalt. Und die Jolnersveinar, die Julkerle, sind ihre Söhne. In ihrer Erscheinung ist Gryla stets schrecklich, mit Hörnern und Klauen, einem großen und unförmigen Körper und zum Teil sogar Hufen oder vielen Augen. Und zur Weihnachtszeit geht sie dann um und hat schrecklichen Hunger auf ihre liebste Beute. Kinder. Allerdings verschlingt sie natürlich als eine Schreckgestalt, die Kinder dazu bewegen soll, brav zu sein, nur jene Kinder, die nicht brav sind, während gute Kinder sicher vor ihr sein sollen. In so manchen Geschichten wird beschrieben, dass sie dick und vollgefressen ist, wenn sich viele Kinder schlecht benehmen, fluchen und nicht auf ihre Eltern hören. Aber sie wird mager und knochig und fast verhungert, wenn es nur gute Kinder auf Island gibt. In einer Geschichte heißt es, dass Gryla das Verhalten von Kindern mit zwei großen Hörröhren hören kann. Mit diesen an den Ohren sitzt sie in ihrer kalten Höhle in den Bergen und lauscht, ob sie Kinder hört, die Schimpfwörter verwenden und sich nicht brav verhalten. Besonders in älteren Geschichten hat Gryla aber auch Schwächen. Sie hasst Weihnachtslieder und die Lichter und Ähnliches zu dieser Zeit und überwindet ihren Hass nur oft gerade so viel, um Kinder fressen zu können. In moderneren Geschichten
geht es oft aber auch darum, dass Kinder die böse Gryla überlisten und ihr entkommen oder sie ganz vermeiden. Besonders in diesen kann Gryla auch einer kinderfressenden Hexe aus anderen Märchen durchaus gleichkommen. Ihre Aktivität aber ist eben auf die Weihnachtszeit abgestimmt. Eine Zeit, in der sie mit ihrem schrecklichen Ehemann umgeht und auf Kinder Jagd macht. Weshalb man eben besser brav ist, zu Hause bleibt und auf seine Eltern hört. Denn sonst kommt Gryla und frisst dich. Sehr häufig an Grylas Seite ist dann ihre gewaltige und ebenso böse Katze. Die große Julkatze. Sie taucht heute in fast ebenso vielen Geschichten wie Gryla auf und meistens mit dir zusammen. Zum ersten Mal erwähnt wurde sie im Buch Jolin Koma von Johannes Urköttlum aus dem Jahr 1932 und sie ist damit eine vergleichsweise junge Figur. Aber sie war von da an und praktisch sofort ein Klassiker der isländischen Weihnachtsgeschichten. Und auch wenn dies die erste bekannte Erwähnung ist, ist es durchaus möglich, dass die Traditionen zur Julkatze noch weiter zurückreichen und erst hier zum ersten Mal dokumentiert wurden. Wahrscheinlich aber ist, dass auch wenn die Julkatze zuvor schon bekannt war, sie erst durch dieses Buch weitreichende Bekanntheit und Berühmtheit erlangte. In Jolin Koma heißt es von der großen Julkatze so, dass es ein Kater sei und er gewaltig groß ist und er sich nicht für Mäuse interessiert, sondern lieber Menschen jagt. Aber es ist recht einfach, diesem Monster zu entgehen. Man braucht nur neue Kleidung zu Weihnachten zu bekommen. Denn nur jene, die keine neuen Kleidungsstücke zu Weihnachten bekommen, haben auch die Julkatze zu fürchten, denn eben auf sie macht die Katze Jagd. Keine Kleidung geschenkt zu bekommen, ist aber auch nicht nur auf Island ein schlechtes Omen. Auch in Irland und Schottland gilt es als ein schlechtes Zeichen. Eine Vermutung ist daher, dass dieser Glaube um die Julkatze auch aus Schottland oder Irland stammt oder zumindest von dort beeinflusst wurde und von dort nach Island kam, wo eben die Julkatze der schrecklichen Trollfrau Gryla all jene bedroht, die nichts bekommen. Ein anderer Einfluss könnte es gewesen sein, dass bis zu Weihnachten traditionell das Spinnen und Arbeiten mit Wolle für neue Kleidung abgeschlossen sein sollte. So könnte die Julkatze eine Warnung dafür sein, dass diese Arbeit eben nun fertig sein sollte, denn sonst kommt die gewaltige Katze. Warum aber gerade nun eine gewaltige Katze? Ein Grund dafür ist vermutlich, dass Katzen auf Island stets deutlich häufigere Haustiere waren als Hunde. Daher macht es einfach Sinn, dass Gryla eben eine Katze und keinen Hund als Haustier haben würde. Dazu scheint es auf Island im 19. Jahrhundert auch ein Sprichwort gegeben zu haben, das Katzen mit dem Fehlen von Kleidung verbindet. Auch das könnte einen Einfluss auf die Entwicklung der Julkatze gehabt haben. Und dazu sind auch noch andere monströse Katzen wie die Ghoul-Katzen auf Island bekannt, womit auch hier der Schritt von einer solchen Katze als weiteres Ungeheuer zu Weihnachten nicht unbedingt weit war. Und dann haben wir noch die Jólasveinar, die Weihnachtsgesellen oder auch Julkerle genannt. Aus Grylas schrecklicher Familie sind diese Kinder der Trollfrau noch die netteste Bande. Zumindest heute. Die genaue Anzahl der Julkerle kann von 9 bis über 20 schwanken, aber üblicherweise sind es 13. Und auch diese Zahl und ihr Verhalten und ihre Eigenschaften wurden vor allem durch Jolin Koma geprägt. Die 13 Julkerle erscheinen an den Tagen vor Weihnachten und je an einem Tag kommt einer von ihnen hinzu und bleibt dann für 13 Tage, bevor er wieder verschwindet. Auch die Julkerle waren ursprünglich eher unheimliche und schreckliche Wesen, aber nie so gefährlich wie ihre Mutter. Sie waren eher Unruhestifter und Streichespieler und später wurden sie praktisch zur isländischen Version des Weihnachtsmannes. So erhielten sie mit der Zeit auch die typischen weißen Bärte und die rote Kleidung und brachten auch Kindern Geschenke. Je einer von ihnen eben an seinem Tag. Aber auch heute, wo sie Geschenke bringen, sind sie immer noch Unruhestifter und dazu noch besonders sonderbar, woran sich besonders ihre Namen auch orientieren. Der erste der 13 Kerle, der am 12. Dezember erscheint und bis zum 25. bleibt, ist Pferchpfosten, der dürr und groß ist und dazu steife Beine wie Holzfüße hat. Er sucht weniger die Menschen heim, sondern ärgert eher die Schafe und andere Tiere in den Ställen und auf den Feldern.
Der zweite ist dann der Schluchtenkobold und er versteckt sich in Rinnen, um dort auf eine Chance zu lauern, um zuzuschlagen. Denn er lauert auf Milch und stiehlt diese direkt aus dem Stall. Als dritter kommt dann Knirps, der kleinste der Brüder, der sich vor allem damit befasst, angebrannte Reste aus Pfannen zu kratzen. Womit er vermutlich der Albtraum all sämtlicher modernen beschichteten Pfannen ist. Der vierte Kerl am 15. Dezember ist dann Kochlöffellecker, der, wie sein Name vielleicht schon verrät, Kochlöffel ableckt, aber auch anderes Geschirr zum Teil mitleckt. Ähnlich ist es beim fünften Julkerl am 16. Dezember. Er ist Topfschaber und leckt Kochtöpfe leer. Der sechste im Bunde ist dann Essnapflecker, der sich alle Essnäpfe, die man unbeaufsichtigt lässt, mitnimmt und das Essen daraus stiehlt. Der siebte von ihnen am 18. Dezember trägt dann den Namen Türzuschläger und er schlägt Türen zu, womit er vor allem Lärm veranstaltet und damit Leute stört und ärgert. Dann folgt darauf der Quarkgierschlund, der ebenso auf Essen aus ist und, wie auch hier schon im Namen klar erwähnt, auf den isländischen Quark. Skyr aus ist. Er klaut und verschlingt diesen besonders. Als neunter kommt dann der Wurststibitzer, der sich überraschenderweise Würste schnappt und stiehlt. Dazu angelt er besonders gern die Würste, die noch zum Räuchern hängen. Am 21. Dezember kommt dann der Fensterglotzer, der zu den Leuten ins Haus hereinschaut und am Fenster steht, womit er die Bewohner sehr erschrecken kann. Er hat dazu auch noch übernatürlich große, gewaltige Glubschaugen, die ihm erlauben, auch im Dunkeln gut zu sehen. Ihn plötzlich vor dem Fenster zu erblicken, muss wirklich ein schrecklicher Anblick sein. Der elfte Julkerl ist dann Türschnüffler, der eine gewaltig große Nase hat und mit der treibt er sich um die Türen von Häusern und sogar Zimmern herum und man hört ihn dort oft schnüffeln. Meistens scheint er dabei auch nach Essen zu suchen. Der zwölfte der Brüder, der dann am 23. Dezember kommt, ist der Fleischkraller. Er hat von allen den vielleicht besorgniserregendsten Namen und ist oft auch mit Fleischerhaken bewaffnet. Aber auch er ist nicht auf das Fleisch von Menschen, nicht einmal auf das von Kindern aus, sondern hinter dem Weihnachtsbraten her. Und diesen will er mit seinen Haken stehlen. Und schließlich kommt am 24. Dezember, am Heiligabend, noch der 13. und letzte der Weihnachtskerle und sein Name ist Kerzenschnorrer. Und er hat es, wenig überraschend, auf die Kerzen abgesehen. Er will diese klauen und mitnehmen, für welchen Zweck auch immer. Mit diesen Eigenschaften, ihren lustigen sprechenden Namen und ihren komischen Erscheinungen sind die Julkerle heute eher lustige Figuren. Aber dennoch, eine ganze Truppe von sonderbaren Trollen, die im Winter aus den Bergen kommt und über die Häuser der Leute herfällt, ist trotzdem durchaus unheimlich. Plötzlich einen solchen wie Fensterglotzer oder Türschnüffler zu sehen oder zu hören, muss schon sehr beunruhigend sein. Und auch heute noch werden auf Island Geschichten über Gröla und ihre sonderbare Familie erzählt. Und so manches Kind muss sich noch heute fürchten, dass Gröla oder die Julkatze oder einer der Julkerle kommt, wenn es nicht brav ist. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Video zu einigen Weihnachtswesen aus Island und wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein frohes Fest. Und dass ihr wenigstens neue Socken zu Weihnachten bekommen habt, denn sonst droht euch die Julkatze.